Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich glaube, jetzt fangen wir einfach mal an. Checken mal die Lage. Oh. Jetzt hat er mein Screen kaputt gemacht. Zack. Also Fortnite könnte was werden. Allerdings ohne Bauen, ne? Das haben wir gesagt. Ohne Bauen. Einfach nur töten. Oh, Achtung. Im Jahr 1964 stellte der Ford Mustang eine so radikale Abkehr vom bisherigen Design amerikanischer Limousinen dar, dass er eine neue Leistungsklasse im Motorsport hervorbrachte, die nach ihm benannt wurde. Das Pony Car. Die amerikanischen Konkurrenten beeilten sich, noch aggressivere, windschnittigere Designs Challenger zu produzieren. Einige davon mit riesigen V8-Motoren und manuellen Four-on-the-Floor-Schaltgetrieben, die eine bis dahin unerreichte Beschleunigung auf gerader Strecke boten. Ja, aber nur 120 km/h Spitze. Wer heute modifizieren will, muss also schon ein wahres Genie sein, wenn er auf kurvigen Strecken Erfolg haben möchte. Mhm. Ja. Qual der Wahl, ne? Ich bin ja schon ein großer Mustang-Fan, ne? Ich bin aber auch ein Dodge Challenger-Fan. Und... Oh, halt. Muss ich mal reinklicken. So. Ja. Den Mercury, den mag ich nicht so. Plymouth Cougar. Ja. Aber der hat eigentlich zu viel Power. Der alte Firebird. Mein lieber Mann. Die Mirage hast du noch bekommen. 67er Mustang Fastback ist voll lecker. Ich habe unten im Wohnzimmer habe ich ein Bild von Eleanor, also der 69er Mustang aus wie hieß der? Nur 48 Stunden. Das Bild ist, ich weiß nicht, 1,20 Meter breit, locker und dementsprechend auch hoch. Also ich sag mal so 21:9 Format. Ich liebe dieses Auto. Das ist eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden. Ultra geil. Ultra geil. Wenn ich dran denke, mache ich auch nachher mal ein Bild davon. Richtig geil. Und ich gucke auch immer auf eBay nach... Oh, da gibt es noch mehr. Ah, oh, der Z28, den habe ich als Kind, habe ich den gemacht. Mega geil. Ich gucke da immer auf eBay Motors. Da gibt es in Belgien gibt's einen Restaurator, der halt die Eleanor nachbaut. Allerdings mit moderner Technik. Und das ist halt geil. Allerdings kostet so ein Ding dann halt auch in den Versteigerungen bis zu 1 Million Euro. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir den hole. Bin ich mir noch nicht sicher. Weil den stinknormalen hier, und das ist noch nicht mal der Boss, ein 67er Mustang, hat ja Sascha Hellinger, ne? Unsympathisch TV, in Blau. Auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, ich gehe auf den Mustang. Kaufen. Guck mal die alten Farben an. Ich mag das ja, diese alten Farben, die noch nicht so kräftig sind, ne? Diese typischen 70er Jahre Farben einfach. Das ist schon nice. Orange. In Rot habe ich den als Modell, den Mustang Boss. Genau den mit den Lamellen hinten an der Heckscheibe. Ah, Blau ist halt auch schön, ne? Könnten aber auch versuchen. Ne, komm, wir machen mal. Oder? Hier, Spezialfarben. Ich finde das blöd, dass man hier die Kamera nicht mehr wechseln kann. Bei allen Vorzerteilen davor drückst du auf X war das, für Kamerawechsel. Und dann konntest du einfach das Auto so hinstellen, wie du willst. Und konntest dir dann die Farben angucken. Hier musst du halt darauf achten, wie es sich bewegt.
Auch geil ist ja die Holzklasse da hinten, ne? Ist auch cool. Dunkles Holz, mittel, helles Holz und helles Holz. Ja, dann gibt es dann noch Gold und Chrom und vieles andere. Nee, aber ich glaube, wir gehen hier auf Serienfarben, auf Blau. Kaufen. Aua. So, in einer Minute hat Sicky Jackson Feierabend. Vielleicht guckt er ja mal rein. Der Gauner. Seht ihr das? Also ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden von den Grafikeinstellungen. Als wir das damals gestartet haben, ne, auf dem PC, das war ja mega fett, mega geil. Gestochen scharf, alles bla bla bla. Dann kam das Update von Nvidia Experience mit dem neuen Grafikkartentreiber und dann hat er ja gemeint, er müsste das für mich einstellen. Und dann war es schon nicht mehr so gut. Und wenn ich mir das jetzt angucke, allein die Antenne, was da für ein Aliasing ist, also dieser Treppeneffekt, die Scheinwerfer, die Motorhaube. Warum? Ah, ein bisschen können wir was machen, aber das lassen wir uns selber machen. Die ersten 300 Piepen kriegen wir nichts dafür. So. So, wie lange können wir eigentlich noch aufnehmen? 935 Stunden. Ja, das reicht für heute Abend. Ja. Eagle Rock. Oh, der Nesca-Kurs, ein Rundkurs. Das finde ich scheiße mit solch langsamen Autos. Dann hast du die ganze Zeit das laute Motorgeräusch, ne? Der rote Bereich. Das nervt dann irgendwann. Wenn du ein schnelles Auto hast. In Eagle Rock ist das Alltag, dass drei Autos eng und schnell nebeneinander fahren. Fahre also fair und respektiere deine Konkurrenz. Ich fahre immer fair und geregt. Ich heiße nicht Zeus, der seinen Gegnern ins Auto fährt, damit er gewinnt. Stimmt's? Wow, 122 bist du schon, Zeus. Wow. Krass. So, also seid vorgewarnt. Das gibt jetzt laute Motorgeräusche, dauerhaftes Vollgas. Das geht auf die Nerven. Dann lieber ein hochgezüchteter Bock, wo man vor den Kurven auch mal vom Gas runtergehen muss, dass man die Ohren entspannt. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Ja, genau. Das war einmal und dann habe ich dich abgezogen. Das stimmt. Das stimmt. Ich versuche halt immer fair und korrekt zu fahren, weißt du? Ich habe es nicht gern, wenn mir jemand reinfährt, also fahre ich auch nicht jemanden rein. Ich will mich halt messen. Ne? Am besten mit einem erfahrenen Fahrer, wo es dann um Hundertstel oder Tausendstel Sekunden geht. Das macht mir mehr Spaß. Es sei denn, es ist halt sowas wie Destruction Derby oder Wreckfest oder, oh, wie hieß denn das? Mit den Crash-Test-Dummies drin, wo man, wenn man einen Unfall hatte, ist der Dummy rausgeflogen. Flat out. Was auch ein sehr geiles Spiel war. Da macht das dann Spaß, ne, die Autos rauszukicken und so. Aber bei einem richtigen Rennen, ich meine, bei Horizon ist das auch in Ordnung. Beim Motorsport halt leider nicht. Wreckfest war auch in Planung, wie du möchtest. Absolut. Absolut. Ich habe an Weihnachten, ne, an dem Wochenende, da hatte ich meinen Sohn da. Und da auf YouTube hat er was geguckt. Das war dann halt, bei Wreckfest gibt es doch dieses Schulbus,
Rennen, ne, wo sie den Achter fahren die ganze Zeit und sich dann kaputt machen müssen. Und da war dann ein Video von echten Rennen, wo die das fahren. Und er dann, oh Papa, du hast doch ein Spiel, wo man das auch machen kann. Ich sagte, ja klar. Und dann haben wir ein bisschen Wreckfest gezockt. Hehe, sehr geil. Ja, stimmt, Zeus. Ich glaube, du hast Forza nur einmal gezockt, ne? An dem Tag, wo wir da gezockt haben, wenn ich mich recht entsinne. So, legen wir mal los hier. Schönes Auto. Ist einfach ein wunderschönes Auto. Kann sagen, wer will. Und nein, das Coupé ist nicht schöner. Das gesehen? Hat einen Unfall gebaut, noch bevor ich die Steuerung übernehmen konnte. Ah, okay, dann müssen wir auch ein bisschen vom Gas runtergehen. Fahrwerk und Reifen sind nicht dafür ausgelegt. Das ist gut. Nicht mal eine Woche. Hoppala. Oh, oh. Übles Fahrwerk. Ja, ich dachte, du übst ein bisschen, dass wir dann nochmal das Ganze in Angriff nehmen können und mal wirklich auf Zeit fahren können. Aber rennt ja nicht weg. Das können wir ja jederzeit machen. Story-Spiele, ja. Ja klar, das zocke ich natürlich auch gerne. Hoppala. Mich regt das auf, dass ich das Simrig nicht mehr zum Laufen kriege. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie... Oh, mir fällt gerade ein, der PC am Simrig läuft ja immer noch seit 3 Wochen oder so. Völlig vergessen auszumachen. ja, regt mich auf, dass da so ein Leck drin ist. Also es sind tatsächlich 2 Sekunden zwischen Eingabe und Ausgabe. Das ist krank. Ist unmöglich zu fahren damit. Aber ich habe auch noch nicht so die Muse gehabt, mich da mal dran zu setzen und das auseinanderzunehmen und zu basteln und machen und tun. Aber was ich mir schon überlegt habe, aktuell brauche ich nicht unbedingt die Verbindung zu diesem PC. Außer wir zocken Hogwarts Legacy. Von daher könnte ich den Ausgang oder den zweiten Ausgang der Capture Card direkt auf den Fernseher werfen und dann sehe ich halt nur das Originalbild, kein Chat, kein irgendwas und benutze dann halt wieder mein Handy für den Chat. Das heißt, der übliche Stream wie hier wird dann laufen, nur kann ich nichts steuern. Das dürfen dann die Mods übernehmen, falls irgendwas ist, ne? Ein Shoutout machen oder so. Aber das wäre eine Möglichkeit, mit dem Lenker zu fahren. Wow, 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 wow. Und vernünftig dabei zu streamen. Hoppala. Ja klar, ein bisschen Abwechslung tut immer gut, Zeus. Absolut. Ich bin ja auch so jemand, der ganz, ganz selten mal an einem Spiel länger hängen bleibt. Ich muss ja irgendwie jedes Mal, wenn ich die Kasten starte, muss ich irgendein anderes Spiel ausprobieren aus dem Game Pass oder was ich mal vor 10 Jahren gekauft habe und noch nicht reingeguckt habe. Von daher kann ich es gut nachvollziehen, einfach mal verschiedene Genres anzuzocken. Ja, bei mir ist es ja so, Autorennen ist schon immer meins, ne, seit meinem 5. Lebensjahr.
Der ein oder andere wird es auf meiner Homepage gelesen haben, in der Rubrik über mich. Aber ich mag halt auch Story Games, so Action Adventure, auch mal so Rätselspiele. Ego-Shooter war früher so ganz groß bei mir. Ne, Quake 2 vor allem. Und was es zu der Zeit sonst noch so gab, ne, Mitte der 90er. Auf der Konsole habe ich das ja aufgegeben, weil mit Controller Ego-Shooter zocken, nee. Das kann ich nicht. Da fehlt mir das Feingefühl in den Fingern. Die Walking Dead Spiele sind das, diese Telltale Games. Die habe ich auch alle schon durch. Die finde ich geil. Und Walking Dead. Ich habe erst letztes Jahr angefangen, da mal was zu gucken. Oder vorletztes Jahr. Hab dann aber auch 9 Staffeln durchgeballert. Staffel 10 und 10.2 oder 11, wie man es nennen will. Habe ich schon wieder die Lust verloren gehabt, aber die Telltale-Spiele waren echt cool. Mela, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du einrichten konntest. Brettspiele? Brettspiele können auch was Feines sein. Aber bleib mir weg mit Mensch, ärger dich nicht. Zum Beispiel. Oder Monopoly, wenn ich nicht gut bin. Wenn ich gut bin, dann spiele ich sehr gerne. Auch digital. Also ich habe Monopoly auf der Xbox. Macht mega Laune. Ist echt cool gemacht. Hatte früher schon auf dem... Ach Gott, war das... Das war schon PC, ne? Monopoly Star Wars. So die ersten 3D-Spiele. Sehr geil. Ja, aber so... Schach. Ich liebe Schach. Schach ist voll geil. Und mein Sohn zockt das ja auch schon. Ist jetzt auch im Schachclub im Kindergarten. Total geil. Da spiele ich mit dem Kleinen ab und zu mal eine Partie. Ist echt cool. Du hast Hass auf Monopoly. Wie kann das denn sein? Ah ja, Zeus, hast du gemeint, ne? Die Telltale Games. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, oder sind die Batman Telltale Games und Guardians of the Galaxy und Borderlands. Alles sehr geile Telltale Games. Dieses Game of Thrones habe ich auch mal angefangen, aber da ich die Serie nicht geguckt habe, kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber jo, die Telltale Games sind easy Achievements, ne, also Erfolge. Guckst du einfach zu und drückst ab und zu ein Knöpfchen und alles ist gut. Alles ein happy. Ne, Monopoly habe ich tatsächlich früher gehasst. Ich habe als Kind, wollte ich immer mitspielen, wenn meine Eltern oder meine Onkels und Tanten und was weiß ich, wenn die das gespielt haben, ja, an Silvester oder so oder irgendwas, an Geburtstagen, und da habe ich immer verloren. Und dann habe ich immer geheult, wie ein kleines Mädchen. Und ja, ah, fuck. Hoppala. Und hab dann halt auch dementsprechend das Feedback bekommen, was ich nicht unbedingt haben wollte. Und aber später habe ich es dann lieben gelernt. Man muss so ein paar Taktiken beachten. Ne, welche Straßen kauft man zuerst, wo baut man zuerst? Und dann klappt das ganz gut. Ja, Zeus, spiel in richtiger Reihenfolge, das ist schon wichtig.
Das ist schon wichtig. Aber warte. Ja, reparieren. Bin sehr ehrgeizig, kann noch nicht verlieren. Hab gestern fast eine Tolle. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Da bin ich ja genauso. Da bin ich ja genauso. Also wie gesagt, bei Monopoly habe ich gern geheult. Bei Spiel des Lebens und Spiel des Wissens. Weil da war ich halt der Kleine mit 6, 7, 8 Jahren. Hab gegen die Erwachsenen gespielt und hab halt nie eine Chance gehabt. Und wie das halt so ist in meiner Familie, da wird dann halt auch nicht, jetzt lass den Kleinen auch mal gewinnen. Nö. Der muss lernen zu verlieren. Das Leben ist hart. Was ja in einem gewissen Maße auch gesund ist. Aber, jo. Es muss ja nicht dauerhaft so sein. Ja, aber Mela, mit dem Controller an die Wand werfen, bei dem Spiel, wo ihr gestern gespielt habt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja im Prinzip, es ist ultra easy, wenn alles klappt. Aber wenn man sich dann mal verlenkt oder verbremst oder sonst wie irgendwas, dann kann das sehr frustrieren. Absolut. Das ist auch eins der Spiele, das ich nicht durchgespielt habe. Und auch keinen Bock habe, durchzuspielen. Da fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen die Konzentration mittlerweile. Nämlich. Oh, bis mit dem letzten schon fast durch. Sehr geil. Sehr geil, Zeus. Und du weinst bei Gesellschaftsspielen immer noch. Das ist ja süß. Geil. Ich lasse es mir einfach nicht anmerken. Ich bin mir sicher, wenn man mir in die Augen guckt, dass sie ein bisschen glasig sind, ein bisschen funkeln. Aber ja, obwohl mittlerweile, wo mit der Psyche aufgeräumt wurde, wahrscheinlich könnte ich sogar wieder heulen. Das kann sehr gut sein. Alles klar, Zeus, dann mach's gut. Wie war das? Bist du ab morgen im Homeoffice? Oder morgen nochmal? Ne, kann ja nicht, ne? Ab morgen im Homeoffice. Dann viel Vergnügen. Hau rein. Wow, 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 wow. Aufpassen. Sprit ist gleich leer. Ab Donnerstag, okay. Okay, Meda. Deal. Ich weiß nur nicht, ob ich noch irgendwas habe. Wir können höchstens dann, wie gesagt, ich habe auf der Xbox, gibt es so eine Hasbro Spielesammlung. Monopoly und ich weiß gar nicht was. Können wir da gucken oder falls du irgendwas hast, bring mit. Bring mit. Wir können auch Karten spielen. Irgendwas Fieses. Hehehe. Du hast? Sehr gut. Du bringst die, die Spiele mit und ich die Taschentücher. Du hast Ideen? Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Trivia Pursuit ist auch so ein böses Spiel. Da denkt man, man wäre eigentlich intelligent. Und dann spielst du so ein Spiel und fühlst dich völlig geknickt hinterher. Weil du die einfachsten Fragen nicht beantworten kannst. Hm. Was ich früher mega gern gezockt habe, auf PC und Konsolen, ist...
wie heißt denn das? Jack. You don't know Jack. Ultra geil. Mega lustig. Voll die geilen Spiele, ne, wo du dann mit bis zu 4 Personen spielen kannst. Total geil und alles lustig. Immer nur lustig, zweideutig und unter der Gürtellinie. Mega geil. Leider gibt es die letzten Teile. Ich glaube, das sind jetzt Teil 8 oder so. Die letzten, keine Ahnung, 4-5 Teile nur noch auf Englisch. Englisch ist eigentlich kein Problem, aber bei der Fragenstellung sind dann oftmals oder werden Wörter benutzt, Fremdwörter, die man halt so nicht kennt. Und da das auf Zeit läuft, ist das doof. Ist das doof. Aber so ein altes You Don't Know Jack, ultra geil. Ultra geil. Lachst dir der Arsch ab. 8 Runden. Oh, das könnte eng werden. Wir fahren mal lieber mit Sprit für 9 Runden. So, nochmal ziehen. Push it to the limit. Living on the razor's edge. So. Wollen wir hoffen, dass er mich nicht wieder rauskickt. Der da hinten. Gib ihm. Lass mal da rauskommen. Aus den Fängen der Muscle Cars. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Aufpassen. Warum sind die so schnell? Ich war doch viel schneller im Training. Der war auch nicht schlecht. Jetzt haben wir eine Stunde gequatscht, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Spielen. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab euch einfach lieb. Wow, wow. Ja, zweiter. Wer ist denn eigentlich Lit? Der ist neu. Und der Atta Seaman kenne ich auch noch nicht. Wow, wow. Wow. Mike Main auch nicht. Ja, cool. Endlich mal neue Gegner. Nicht immer nur die gleichen. DJ BSE, wo mich immer abzieht. Die Frau DJane. Oh, oh, sorry. Ich gehe nachher mit dem Lackstift drüber. Kriegen wir wieder hin. So, auf jeden Fall mal erster. Ja. So ist das. So und nicht anders. Oh, morgen soll es ja wieder wärmer werden, ne? Ist das geil. Heute Morgen war es schon ein bisschen unangenehm, bei minus 7 Grad ins Auto einzusteigen. Oh, hier. Party! Party-Alarm. Oh, das war mir. Oh. Ja, das war richtig unangenehm. Minus 7 Grad. Ich gehe in die Garage, steige ins Auto ein, denke, ha, Auto hat nur minus 3. Ja, aber es war trotzdem, es war einfach zu kalt. So, erstmal Sitzheizung an, Lenkradheizung an. Und dann Richtung Arbeit gefahren. Oh, gestern mit den Traktoren. Alter. Alter, das habe ich noch gar nicht erzählt. Allein schon die Tatsache, ich wohne hier Parallelstraße zu einer Schule. Ne, Realschule, Gymnasium, Grundschule. Alles auf einem Gelände. Und da es ja gestern schon recht frisch war, gestern Morgen, minus 5 vielleicht,
haben sich die ganzen Helikoptereltern wohl gedacht, die müssten alle ihre Kinder in die Schule fahren. Da war ein Verkehrschaos. Also, ich sag mal so, ich fahre hier raus, fahre links um die Ecke, rechts um die Ecke, alles innerhalb von 100 Metern und dann ist da die Schule. Und dann muss ich einmal um die Schule rumfahren und dann bin ich schon auf der Landstraße, wo es nach draußen geht. Ich habe 20 Minuten gebraucht für dieses kleine Stück. Lass das insgesamt vielleicht 300 Meter sein. 20 Minuten, da war so ein Verkehrschaos. Selbst die Busse mussten auf die Bürgersteige fahren, ne, die Schulbusse, damit die Eltern mit ihren tollen Autos da vorbeikommen konnten. Und dann stehe ich an der Ampel, um dann auf die Landstraße drauf zu fahren. Also ich sag mal Landstraße, ist es ein Zubringer. Und dann sehe ich in der Ferne schon die Traktoren anrollen und ich denke, nein, Alter, hopp, mach grün, mach grün. Dann wurde grün und ich fahre, also ich biege dann rechts ab und fahre um die Kurve und dann kommen schon die ganzen Traktoren und ich denke, geil, ich hab's geschafft, ich bin da raus. Ich mach nur die nicht fliegenden und erschreckenden Sachen. Ja, genau, genau. Ja, wie gesagt, ich habe die App nicht installiert auf dem PC, ist kein Problem. Ich habe den Sound habe ich auch ein bisschen runtergedreht, dass da keiner einen Herzinfarkt kriegt, inklusive mir. Von daher alles gut. Kannst auch Scarejumps machen und was weiß ich, was da alles gibt. Kein Problem. Tja, ja, ja. Da, gewonnen. Schon 9:30 Uhr, das erste Rennen. Kann ja wohl nicht angehen. Ich würde sagen, eins fahren wir noch. Und dann müssen wir schon wieder Tuck machen.